Moin meine Leute, ich bin Lenkovus Brain oder Infodianik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part im Spooktober. Heute haben wir ein nicht allzu großes Horrorspiel vor uns, sondern ein Spiel der Kategorie Weirdcore bzw. Dreamcore. Und wenn ihr diesen riesigen Augapfel seht und den Spieltitel Oddhouse, dann kann man sich eventuell schon vorstellen, dass man in irgendeine wilde Welt geht, die so nicht existieren kann. Und die werden wir uns heute in diesem Spiel angucken. Auf geht es. Oddhouse. Aha. Okay, der Sound am Anfang war gerade sehr laut, deswegen habe ich es sehr leise gedreht. Aha. Schick. Ich frage mich, warum ich das nicht auch in meinem Zimmer habe. Oder, oh guck mal, da oben ist das Auge. Okay. Moin. Mhm. Okay, da ist ein Zahlencode. Tach! Auge. Was geht so? Noch ein Auge. Oder ist es das gleiche? Nee, noch ein Auge. Moin. Guten Tag. Das können wir ja wohl. Nee. Das macht einfach nur irgendwelche Geräusche. Hier kann man was eintippen oder zumindest irgendwie draufdrücken. Okay. Und der Hase guckt uns immer an, egal wo wir hinlaufen. Hm. Okay. Chillig. Chillig. Ich bin im Stinkekeller. Och nö. Bitte nicht der Stinkekeller. Okay, wo geht's hier hin? Hier geht's noch weiter runter. Okay, die Sci-Fi-Tür lässt sich aber nicht öffnen. Okay. Also die Idee von so Weirdcore und Dreamcore, soweit ich weiß, ist immer so, dass man alles hinterfragen soll, was die Realität betrifft und was hier gerade real sein könnte. Und es soll einem einfach so ein unsettling Gefühl geben, was hier eigentlich gerade so abgeht. Zum Beispiel das Auge da. Was haben wir hier drin? Doorcodes. Ah, okay. Wissen wir jetzt einfach den Doorcode? I guess. Okay. Use the code for basement. Where am I? This is no... real? This is not real. Das hier habe ich aber tatsächlich schon oft gesehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Bezug. Aber irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Diese Blüte mit so einem Auge drin. Fancy. Okay, wir sollen den Code benutzen für den Keller. Also springen wir nochmal in das Pupsloch. Und können jetzt hier rein. Moin. Und werden erneut beobachtet. Hi. Guten Tag. Ja. Moin. Hey. Und wir... It was just a dream. Quit, escape. Und jetzt kann man sich quasi... umgucken. Oh, okay, das ist eigentlich ganz cool. Also, es war eigentlich nur so eine kleine... wie so eine Tech-Demo, um so ein bisschen einfach ein weirdes Unsettling-Gefühl zu übertragen. Aber ich finde, es ist ziemlich cool, dass man jetzt im Nachhinein nochmal in das Haus kommt und sieht, wie es in der Realität dann quasi ist. Das ist cool. Dass man quasi jetzt nochmal vergleichen kann, was hier abgeht. Nett? Nett? Also, Weirdcore hat es, glaube ich, auf jeden Fall getroffen. Weniger gruselig, wenn auch unsettling. Also so ein bisschen unangenehm irgendwie. Weirder Schrank, dass man da so ein riesiges Plüschi drin hat, aber ey, wir leben in einer Welt, wo jeder Mensch sich einen Jungle Scock gekauft hat von Ikea und das ist auch einfach nur ein riesiger Bär. Von daher, warum nicht auch so ein Lamm da reinstellen? Cool. Freunde, das war Oddhouse. Es war auf jeden Fall ein Oddhouse. Und ich vermisse ein bisschen das Auge, was hier war. Huh.